Wir gehen rein, Jungs, wir gehen rein. Der Musikstil noch Livestream? Also, Reportage macht ja krasse Mucke, aber ich mag es eher, wenn es richtig reinscheppert, oder? Das ist nur der Anfang. Und ich hoffe, ihr da draußen könnt mir noch einmal verzeihen. Und ich musste das hier singen, denn alles andere macht keinen Sinn. Habe ich mir schon gedacht bei einem 14-Minuten-Video. Ich weiß, wer ich bin und ich bereue es bestimmt. Jeder will ein Stück vom Kuchen, lass doch mal die Leute machen, leben und auch leben lassen. Verbreiten kein Griff mehr und nicht mehr streiten, will mit euch zusammenarbeiten, denn so kann man mehr erreichen. Jeder will ein Stück vom Kuchen, lass doch mal die Leute machen, leben und auch leben lassen, nie wieder hier Hass verbreiten, kein Griff mehr und nicht mehr streiten, will mit euch zusammenarbeiten, denn so kann man mehr erreichen. Jetzt geht's gleich los. Reportagen-Rap, leider trifft es keinen, wenn jemand Diss-Track schreibt, der sein Gesicht nicht zeigt. Es ist nicht übertrieben, wenn ich sag, dass ich der Beste bin. Marcel Scorpion ist und bleibt der letzte King auf der Street. Marcel, häng deine Karriere an den Nagel. Ach nee, häng deine Karriere an die Nase. Du nimmst kein Herz, eine Maske trägt, einen Diss-Track schreibt, aber sein Gesicht nicht zeigt. Nimm das nicht persönlich, du Bitch. Dann gib ich Sonny einmal Doggy, sieht sie auch nicht mein Face. Und trotzdem wird sie gefickt. Heute gibt es mehr an die Fresse und dafür weniger Fakten als von Pinocchio. Den Schatten, du bekommst Panikattacken und bist am Rennen wie Apache. Wenn ich die Zwillinge ohne Grund kille, herrscht denn bei WWW-Funkstelle? Lieber höre ich Lieder von Mero, statt mir nur ein Video zu geben von diesem Yarrow. Du kleiner Lauchkörper wie Skeletor, komm in dein Haus und sorg vor Horror wie bei Eleanor. Ey, da liegt Staub, weil du saug das mal auf. Okay. Gemeine, seid ihr gut drauf oder was? Eins in die Kommentare. Und ich kam aus dem Nix wie ein Sandsturm. Nach meinem Diss hat Gagai so rapide abgenommen, als hätte er ein Bandwurm. Dennis hat dich psychisch belastet, ich hab euch Gegner verachtet und danach physisch geschlachtet und erstmal physisch betrachtet. Seid ihr keine Gegner für mich, ihr seid nur Mädchen für mich. Für immer dünn, Guy und Dog, eure Fans tun mir immer noch leid. Vielleicht hab ich kein Gesicht, doch dafür habt ihr zwei. Dieser Herr Newsham ist um Kotzen, so wie Mensa es in Insider berichtet. Der Typ hat noch nie sein Hemd gewechselt. Ich riech am Mundgeruch, bis sie aus deiner Pennerfresse. Was ist so passiert, ich würde mal dein Image oder besser noch den Channel wechseln. Der kleine Abo macht auf Numero Uno. Das ist Battle Rap, Digga, nenn ich doch Numero Huso. Breche Fati, brate seine Hakennase bis von... Oh, geil, Digga. Dass er gegen den schießt. Time in der Schoß und Party-Sklave. Damals waren es Palmen aus Plastik, danach kam Pizza aus Plastik. Jetzt sind es Alben aus Plastik. Du hast so viel Plastik in der Box. Jetzt ohne Plastik in der Box wärst du Plastik in der Box. Fick doch mal den Klimawandel, können doch auch die anderen machen. Barbaras Parfüm, bald erhältlich auch in Plastikflaschen. Shirin hat Arsch, so wie Nicki Minaj. Aber du bist nicht wie sie, du bist eine deutsche Kopie. Meine Liste ist lang, ich fang gerade erst an. Mit dem Kopf durch die Wand, diese Plattform ist dran. 30 Euro für ein Foto mit Victoria Sarina. 90 Euro für ein Ticket, Alter, seid ihr Dua Lipa. Für die Kids seid ihr zwei Helden aus der Internetwelt. Aber man wird doch nicht sicher, wenn man die Stimme versteht. YouTube Germany, es gibt so viel Schwachsinn da draußen. Fame zahlt für so lange, kann aus der Dachrinne saufen. Darf ich dich entlisten oder ist wieder dein Anwalt da? Hallo, na, Katja K., wenn ich ihn von hinten einmal reinstelle.
dafür Geld, Bitch. Geh mir aus dem Weg, denn danach hat man Herpes Genitalis. Tripper plus auch Syphilis und Hepatitis B. Ja, das JPB ist hin, weil der sogenannte King in seinem Drogensumpf versinkt. Hat er Pain gedisst? Was hat er gegen Pain gesagt? Hab's gar nicht mitbekommen. Was hat er gesagt gegen Pain? Hat er Pain die Giraffe gesagt? Ach. Das ist einfach der Spitzname, Digga. Das ist wie wenn er zu mir sagt, Kartoffelnase oder so. Das ist halt irgendwo schon so. Das ist kein Angriff gegen mich mehr, weißt du, wie ich meine? Hallo, mein Name ist Luca. Ich wollte mal fragen, können wir heute im Club rein? Ich stehe gerade mit ein paar Leuten draußen. Und ich würde auch eine Story machen. Ich glaube, da sind wir VIP. Ich habe das schon sehr oft gemacht. Die Aktion mit dem Typ, das war... Ich kann das nicht verstehen, Digga. Kann ich nicht verstehen, wie man sich als so großer Influencer so selber zu Tode blamieren kann. Weil man nicht in einem Club gelassen wird oder da gratis rein kann und Drinks kriegt. Und ja, Champagnerflaschen hätten wir auch gerne. Ey, ist das in Ordnung? Der kleine Luke kommt wieder nicht in den Club rein. Nicht mit mir, nicht mit mir. Lichter sind so bunt, ja, es könnte auch ein Puff sein. Nicht mit mir, nicht mit mir. Wisst ihr nicht, wer ich bin? Ich bin ein gottverdammter Promi. Nicht mit mir, nicht mit mir. Arbeite hart, Influencer ist kein Hobby. Nicht mit mir. Andere zahlen Geld, aber ich zahle mit Story. Nicht mit mir, nicht mit mir. Bring den Champagne nach oben in die Lobby. Ich glaube, es war Concraft, der Luca, wenn ich mich nicht irre. Nicht mit mir, nicht mit mir. Hat man viele Likes, hat man VIP-Bereich. War das nicht auch der, der eine Pizza verkauft hat, wo spitze Plastiksplitter drauf waren? Und dann mussten die die ganze erste Charge von den Pizzas zurückrufen? Kannst du nicht ausdenken, Bruder. Wünsche ich natürlich niemand, dass ein eigenes Produkt so ein Fiasko ist. Aber Bruder, kannst du dir nicht ausdenken. Ruf meine Manager, habe ich mal wieder Streit. Ich bin hier, ich bin hier. Luke allein darf nicht rein, er ist hart am Bein, doch der Chef sagt nein. Luke. Ehrenchef, eins in den Chat, wenn der Chef von dem Club einfach ein Ehrenmann war, Digga. Der sich dachte, ach, diese neue Generation von YouTubern juckt mir nicht, Digga. Mein Laden läuft auch so, Bruder. Dem Typ würde ich gern Blumen schicken. Allein darf nicht rein, es hat am Bein, doch der Chef sagt nein. Luca, du warst anders angepisst, hey, die Flaschen auf dem Tisch, wie ein Ballermaturist, mach was auf, so wer du bist. Ich bin VIP und werd überall erkannt, meine Fans drehen durch und sie wollen ein Autogramm. Ey, ich krieg jetzt nichts gratis, oder was? Manager, hallo! Laber doch kein Müll, deine Fans sind am Arsch. Sie gehen nicht in den Club, nein, die schlafen in der Nacht. Gefallen, abonniere meinen zweiten Channel, Reportagen 2. Wir müssen immer auf Nummer sicher gehen, ihr kennt die neuen Richtlinien, wenn ihr weiterhin Musik wollt. Erster Link ganz oben in der Beschreibung. Kommt alle gut ins neue Jahr, aber wir, liebe Gemeinde, wir haben hier noch was zu erledigen. Simon, bless you. Sag mal, warum rappst du? Komm ich in deine Gegend, tauchst du ab wie ein Bless you. Du Amazon-Betrüger, hast kein Vogel von Ehre. Ist Leon Marm, Ritzen heißt er Leon Maxere. Der Gurkensohn, der Schurkensohn, was hab ich da erfahren? Sie haben immer nett geschrieben, Digga, bis zu diesem Tag. Wenn das wirklich stimmt mit Karin Ritter und Dodo, ist das ne ekelhafte Art und ein heftiges No-Go. Alle warten auf dein Statement und du traust dir nicht mal rauszugehen. Hauptsache mitten in der Nacht vom Ort ist auszustehen. Hast du keinen Respekt, sowas machen arme Würstchen. Obwohl in deinem Fall heißt es armes Gürtchen. Break off wieder Abos, durch bei Julian den Zibi. Du bist schon genug geschafft, du bist der Cousin von Bibi. Hallo. Yunis Amiri, Walla Habibi. Machst dich zum Affen wie der Mann von Gigi. Ich hab gehört, der kleine Runde Genghis hat mit diesen Jan und André öfter Sandwich. Alle sagen das und dann stimmt es automatisch. Ape Crime, Arschweg, alle oder gar nicht. Scorpi Stase dient als ein Pickel zum Bergsteigen. Und warum kriegst du in deinen Namen mein Sternzeichen? Hab dich schon gedisst und ich schände keine Leichen. Doch diesen Hasenwitz konnte ich mir nicht verkneifen. Sie bleiben auf diesem Track. Digga, mega geil. Diese aggressive Stimme ballert anders. Kommt ein Diss gegen dich, Kappa? Was willst du denn gegen mich sagen, außer dass ich ein inaktiver, glatzköpfiger, knollennasiger Allmann bin? Dinge wie Peppreste. Machen göttlich Sachen bei Farfetch, ich gönn mir Waffen im Darknet, krieg mal
immer Givenchy, dann Balenciaga, Burberry, Gucci, Prada, Louis V. Immer diese Outfits bewährt sind teure Designermarken. Hab kein Geld für Bus, aber Versace hängt am Kleiderhaken. Nicht ist immer an und er sagt zu mir, feier ich. Gehen die Lochis mal auf Tour, dann sind die Teenies am Nerven. Und die meisten schreien Buh, wie auf NS-Konzerten. Spielt Roman einmal live mit seinem dämlichen Bruder. Denken die halt den automatisch, es ist Friday for Future. Im Bett gib ich Gas wie der Sonic-Schuh. Ich hab die so oft gefickt, deswegen heißt sie Sonny Luke. CDU, CSU, machen einen auf CSU. Seid auf dieser Plattform und wollt unbedingt die Mio-Klicks. Macht doch mit beim JBB, I'm down the Riso-Diss. Gibt es einmal Hate, seid ihr empfindlich wie ne Klitoris. Bevor ich euch einer Bogen trinkt, Unge wie der Biomilch. Klatsche in die Hände und zerbrösel euch wie Chio-Chip. Reportagen, Assassin, ich schlafe nie, bin nachtaktiv. Und jange diesen abgegrieft, du ekelhafter Parasit. Solange er Parasit, nimmt er die kleinen Kinder aus. Miguel Pablo, wer gern Vilano, deine tätowierte Fresse gab es in der Bravo. Sogar Luna Darko schlägt den Lappen K.O. Sam Slimani kriegt eine Schelle, bis er redet, so wie Kevin Korani. Hat dann eine angeschwollene Fresse wie der fette Lombardi. Mit einem Stich geht er zu Boden. Ist doch alle Spaß an diesem Tisch, wenn nicht gelogen. Die Bonnie, sie hat Langeweile und verkauft die Heilscheine. Das sind alle Verpaletten, Anhänger und lange Ketten. Du weißt, wie man Money macht, denn dich doch Bonnie Bill Gates. Vielleicht alle deine Steine, ja auch deine Clickbait. Abonniert Rapslap, wer und Gegenteil tat. YouTube Germany, eine Reaktion. Du machst eine Reaktion, ich mach eine Reaktion. Dann mach ich ne Reaktion auf deine Reaktion. Dann machst du ne Reaktion auf meine Reaktion. Aussage von Bella Cinderella. Mir ist wichtig, dass der Mann einen fetten Wagen fährt. Reicher ist das Dagobert. Denk mal nicht so materiell und mach mal weniger Business. Das ist der Grund, warum du deine echte Liebe nie findest. Bitch, kommt dabei. Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, dass ich viele der YouTuber oder und YouTuberinnen, die der disst, gar nicht kenne, Digga. Weil ich dieses... Nicht böse gemeint, aber dieses Müll-Content Deutschland gar nicht verfolge, Digga. Ich habe ganz wenige Leute abonniert, die richtigen, leckeren Content machen. Und ja, die ganzen komischen YouTuber, ey, die machen ja auch alle nur ihr Ding, ne? Leben und leben lassen. Aber von den ganzen Skandalen und so kriege ich immer nur mit dann in so Diss-Tracks oder in irgendwelchen Reaction-Channeln, weil ich die gar nicht verfolge. Gott sei Dank, Bruder. Hi, ihr seid höchstens Seepferdchen, hocken vom PC und hoffen, dass sie nicht erwähnt werden. YouTube ist ein Hurensohn, alle spielen ja ein, was wollt, wären wir bei der Truman Show. Ich bin real, tu nicht so, ihr macht 1000 Videos und ich mach eins im Monat. Jeder Track ein Klassiker, Reportagen Mozart. Mach mich bei den Kindern unbeliebt, ist ihre Idole. Und sie machen sich die Taschen voll, aller Calzone. Frage, warum reimt sich Visca Barca? Denn auf Inzestdrama zieh dich ab wie deine Sister damals. Ich hab dich schon lange auf dem Radar. Seh ich dich, hast du mehr Schlitze als der Nugget von Katar. Butterfly Effect, diese Szene hier ist wack, so wie Cynics neuer Track. Wegen Line habt ihr Hype, wegen Line seid ihr reich. Also zeigt ihm Respekt, unterschreibt ihn ein Check. Du bist doch nur neidisch. Kinder haten mich, weil ich mehr als ihre Eltern verdiene. Ich fütter die Semirella mit einem Baby-Delfin. Reportage kann nur dissen, ist selber nicht fehlerfrei. Lieber nicht fehlerfrei, als zu sein wie Hera. Unter deiner Maske siehst du bestimmt wie ein Dulli aus. Eher schneide ich mir meine eigene Zunge raus. Bevor ich den Pussy leck von Lucy Cat, Timon schon will Tiere quälen. Wenn wir uns mal sehen, wird denen ihre fehlen. Gemeinde ist ein fucking Biller, Wolf, verdiene Standardskill und rap dabei wie Haftbefehl. Findest du das lustig? Digga, bei dir läuft nicht. Es sei Revi, push dich. Ich geb dir Luftkicks, bis du kaputt bist. Erzähl euch die Geschichte über Marvin und Calvin. Gebt euch neue Namen, Martin und Kevin. Ihr erzählt mir Lügen als der Chaos-Flow. Ab jetzt seid ihr Kunstfiguren, vielleicht bei Madame Tussaud. Folgt mir auf Instagram und Twitch, danke. Ich steig auf wie Weihrauch und hol mir die ganzen YouTuber-Köpfe. Ich frier sie ein und nenn das Ganze Iced Out. Stellt sie hin als meine Trophäen, denn sie soll jeder sehen. Reportage mit dem Teufel-Emblem. Vielleicht sieht das alles hier nach Mobbing aus. Seh ich nicht so, Digga, denn ich schmücke nur mein Hobbyraum. So sieht man sich wieder, Digga, hallo Yunus W. Ich hab mein ganzes Leben hier auf einem USB. Es ist wirklich viel passiert, du warst lange inhaftiert. Hatte dich in mein Visier und dein Blut war am Gefrieren. Reportage war der erste, der es thematisierte, weil sie in erster Linie völlig niemanden interessiert. Du warst ein ganz normaler Banker, der Geld verdiente, zur Arbeit fuhr. Anzugträger, Geldfrisur, Aktenkoffer, Armbanduhr. Bist nie völlig aufgefallen bei deinen Kollegen. Und keiner wusste davon, denn Olli führte zwei Leben. Du wolltest schon immer Star sein, damit dich jeder erkennt. Und deinen ersten Versuch hattest du als Beat-Produzent. Doch er hat ziemlich schnell gemerkt, dafür hab ich kein Talent. Dein Traum als DJ war gestorben, keine großen Events. Er mischte keine Beats mehr ab, er mischte jetzt die Mädchen auf. Das ist kein Diss, ich erzähle nur dein Lebenslauf. Sah aus wie ein Sunny Boy und ist dann in den Club marschiert. Flirten hier, flirten da, hat ein bisschen rumposiert, dann ist er durchs Land gefahren. Was ja nicht schlimm ist, weil damals auch alle 18 waren. Dann ging es weiter mit der YouTube-Karriere. Hattest das kleine Mädchen im Bett wie eine Jugendherberge. Du hast sie einfach angelockt mit deinem Fame und deiner Sympathie. Deine Idole waren Vitali und Barry B. Du warst der Erste mit Kissing Praxi im
deutschen Raum. Dein Kanal ging durch die Decke, endlich ist ein feuchter Traum. Völlig wahr geworden, Olli ist ein Star geworden. Aber womit liegt im Auge des Betrachters? In meinen Augen bist und bleibst du ein Bastard. Habe dich durchschaut, Olli, AK, Kaspar. Sie wollte nicht mit der Kamera, nahm er Szenen auf. Das ist kein Diss, ich erzähle nur dein Lebenslauf. Dann ging es durch die Medien, er schaute sich der Dreck. Olli hier, Olli da, dann ein laufender Prozess. Und statt sich mit vielen Mädchen in ein Kuhkauf zu treffen, hat der kranke Jo Olli lange in U-Haft gesessen. Ich muss es nicht mehr erwähnen, der Mann hat alles gesehen. Immer die Weiber begrapschen vor der Cam, ohne zu fragen, deren Arsch hat zu fassen. Was ich rappe, sind Fakten. Aus alt wurde jung Olli Benjamin Button. Du hattest Sex mit ihr und sie gab dir ein Verständnis. Falschaussagen wurden widerlegt, kein Gefängnis. Und das war deine Olligraphie. Viel Spaß mit der Therapie. Wenn es nicht hilft, mach doch ne Vasektomie. Kaum bist du draußen, hast du wieder nichts Besseres zu tun. Snapchat, schick mir Nacktbilder, bekomm dein Leben in den Griff. Sexueller Missbrauch, moralisch verwerflich. Doch wirst du nur eine Straftat begehen, wirst du langsam verweht in Hinterknastgitter stäben. Passiert dir ein Fehltritt, dann verlierst du 8 Monate deines Lebens. Hör auf meine Worte. Das Kapitel ist geschlossen. Diese Ära hat ein Ende. Das war der letzte Diss. Und Gemeinde bleibt Legende. Geiles Gerät, Bruder. Geiles Gerät, Bruder. Stabile Lines, stabile Lines. Auch gegen Sunny Loops. Ja, will ja nicht schießen gegen die Dame, aber habe ich enjoyed. Wundert mich, dass er gar nicht das in Verbindung mit Master Scorpion irgendwie was zusammengebaut hat. Aber echt heftiges Video. Danke fürs Vorschlagen, Leistung.